spannend, Kahn. Wirklich spannend. Ja, jetzt gucken uns hier alle Ewigkeiten zu, wie wir durch Brookhaven kriechen. Wo ist denn jetzt hier das Klo? Hier ist das... Ach so, da. Boah, ey, Leute. Ey, sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Wie langsam ist das denn? Man kann auch nicht schnell. Es ist übelst langsam. Ja, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Brookhaven-Video und dann ja herzlich willkommen, ja, zu wahrscheinlich ganz spannenden 24 Stunden, wobei es müssen doch nicht mal 24 Stunden sein, sondern zu einer ganz spannenden Challenge. Weißt du, was wir heute vorhaben? Nein. Okay, Danja, wir dürfen heute in Brookhaven nicht gehen, sondern in Brookhaven dürfen wir heute nur Folgendes machen. Das hier. Oh nee, nur kriechen ist erlaubt. So langsam. Ja, und ich bin gespannt, wie lange wir das durchhalten. Ja. Ja, hallo, ja. Auf was wartest du denn? Ich werde natürlich sofort loskriechen. Ja, los, sofort. Und bitte nicht in real. Hallo, krabbel los. So, okay. Erste Mission, die wir natürlich haben, ist vielleicht mal ein Haus zu bauen, okay? Und wir dürfen uns ja, nicht teleportieren oder so. Sondern wir müssen überall hinkriechen. Jetzt? Ja. Oh, nee, Mann. Doch. Aber sowas von, Mann. Und es muss ein Haus sein? Ja, kein Apartment, kein Motel. Oh. Du kannst ja eigentlich das Haus am See nehmen. Ist es dein Ernst jetzt? Wenn du willst. Ich will nicht das Haus am See. Ja gut, okay, du darfst ja eins aussuchen. Leute, also, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welche weiteren Challenges wir in Brookhaven machen sollen. Aber, also die Nur-Kriechen-Challenge ist, ist hart. Also... Spannend, Kahn. Wirklich spannend. Ja, jetzt gucken uns hier alle Ewigkeiten zu, wie wir durch Brookhaven kriechen. Ja, aber ich glaube, es gibt so ein paar Leute, werden sich das bestimmt noch anschauen. So zwei, drei. Ich weiß nicht. Ja. So, okay. Also, ich bin jetzt gleich schon bei meinem Grundstück. Und ja, danach schauen wir mal. So, okay. So, wenn du dann gleich dein Grundstück hast, dann schaut ihr doch... Hallo, bitte nicht überfahren. Was ist denn los mit dir? Ich krieche hier. Ich zeige euch jetzt hier was Schönes mal. So. Nicht teleportieren. Nein, ich teleportiere. Boah, ich habe jetzt einfach eine Stunde gebraucht, um einfach hier hinzukommen, zu Nummer 11. So, okay. Welches Haus wollen wir denn? Dieses Haus hier. Das gefällt mir nicht ganz gut. Okay. So, ist auch ein schönes, großes Haus. Danja, wenn du dein Haus gebaut hast, dann versuch doch vielleicht mal auf Klo zu gehen. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe noch kein Haus gebaut. Bist du schon bei deinem Haus? Nein. Okay. Wenn wir gleich fertig sind im Haus, Danja, dann würde ich auch gleich gerne ein Schildkrötenrennen starten. Ein Schildkrötenrennen. Kennst du das von der Schildkröte und dem Hasen? Ja, kenn ich. Ja, sowas machen wir gleich. Also, ich muss jetzt erstmal ein Klo finden. Aber ganz ehrlich, wo ich jetzt hier durch dieses Haus krieche, ne? Hm. Und ein Klo suche, das könnte einfach Real Life sein manchmal bei mir. Ja, das fühle ich. Wenn ich mal wieder Bauchschmerzen habe. Ja, das kann ich fühlen, Kahn. Ja. Das kann ich fühlen. Also... Da kriege ich dann manchmal auch hier so durch, ne? Wo ist denn jetzt hier das Klo? Hier ist das... Ach so, da. So, klappt das? Ja. Okay, also ich komme auf jeden Fall auf Klo, aber es sieht jetzt nicht ganz gesund aus. Okay, ich war auf Klo. Danja, wie sieht's bei dir aus? Ich baue mir gerade das Haus. Sehr gut. Wenn du dann auf Klo warst, sag mir doch gerne Bescheid. Also so in 4-5 Stunden. Boah, ey, Leute. Ey, sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Wie langsam ist das denn? Man kann auch nicht schnell. Es ist übelst langsam. Man kann auch nicht sprinten. Bei mir ist auch gerade einfach jemand eingebrochen ins Haus. Ja, also ich glaube, da bist du relativ hilflos jetzt. Okay. So, ich muss es gleich geschafft haben. Wir haben ja Zeit. Ich bin im Bad. Oh Gott, jetzt muss ich noch zur Toilette kommen. Ich spiele halt auch nur mit einer Hand. Bei mir ist irgendwie so doppelte Schwierigkeit. Okay, ich bin im Klo. Hey, warum nur mit einer Hand? Weil die Kieber gerade so, okay. Hier ist. Gut. Okay, Danja, dann komm mal bitte wieder zur Haustür und warte an der Haustür. Du darfst auch gerne vor der Haustür warten, aber warte zumindest da. Ich muss jetzt da auf dich warten, oder was? Warte da erstmal. Dann gibt es weitere Instruktionen für dich hier in der Kriech-Challenge. Ich will keine Instruktionen mehr. Doch. Ich möchte diese Challenge gerne jetzt beenden. Nö, ich habe gleich noch was Tolles vor. Toll. So. Jemand jagt gerade mein Haus in die Luft. Ja. Großartig. Sei froh, dass du schon am Boden bist. Okay, Danja, bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Bist du an deiner Haustür? Ja. Danja. Ja, ich bin an der Haustür. Okay, so. Wir treffen uns jetzt in der Mitte am Brunnen und das ist ein Schildkrötenrennen, okay? Wer als erstes da ist, gewinnt. Ja, wie dämlich ist das denn? Ja, wieso? Ja, wir sind ja wahrscheinlich nicht gleich nah. Ja, dann hättest du dementsprechend ein Grundstück aussuchen sollen, Danja. Das kann ich doch nicht wissen. Oh. Weißt du, was witzig? Sieht das bei dir auch so witzig aus? Ich weiß es nicht. Also, wenn ich am Kriechen bin, ne?
Und wenn die Beine sich bewegen, und dann sieht das immer so aus, als hätte ich einen ziemlich, also auf einer Seite immer so einen ziemlich großen Hintern, wenn die Knie angezogen werden. Nein. Sieht das bei dir auch so aus? Nein. Aber bei mir sieht das so aus, als sieht man witzig aus. Also, ja, also, ich find's witzig. Ja, ist mein Humor, sorry. Ist okay, kann ich jetzt mal in die Mitte? Bist du noch nicht auf dem Weg? Nein. Ach so, das solltest du schon längst sein. Ey, du hast doch nicht Start gesagt. Ach so, Start. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Ich bin schon gleich in der Mitte. Hab ich nicht Start gesagt? Nein, hast du nicht. Oh, weißt du, was witzig ist? Weißt du, was gerade richtig witzig ist? Also, ich hab... ist für Mythos, ist für Mythos. Wir haben das jetzt nicht gezeigt. Wir haben das jetzt nicht gezeigt, ist nicht in der Aufnahme. Ist für ein Mythenvideo, was ich gerade entdeckt habe. Kannst du es mir jetzt wenigstens sagen? Nö. Jetzt sag mir das. Nein, da musst du in einem Mythenvideo dabei sein. So, okay, ich bin in der Mitte, damit habe ich gewonnen. Das ist auch einfach die unfairste Challenge gewesen jetzt. Ja, aber ich dachte, du hast es verstanden, dass es, also, okay, gut, dann machen wir jetzt noch eine Challenge, wo du vielleicht auch gewinnen kannst. Aber wenn du in der Mitte bist, sag Bescheid. Das kann ja etwas dauern. So 12,5 Stunden ungefähr. Kannst du dich mal bitte beeilen? Nein, kann ich leider nicht, Kahn. Guck mal, es wird schon dunkel. Okay, du bist da, perfekt. Okay, Danja, wir machen jetzt noch eine Hide-and-Seek-Challenge im Kriechen. Aber es ist so, und das wird dir natürlich nicht gefallen, man hat nur eine Minute Zeit, um ein Versteck zu suchen. Bist du doof? Das kann überhaupt nicht funktionieren. Okay, du darfst gerne starten. Ich bin hier an der Wand und du hast jetzt eine Minute Zeit. Go. Hey, ganz ehrlich, ich frag mich manchmal wirklich, was ich hier eigentlich tue. YouTube-Videos mit mir aufnehmen. Kahn, ich krieche gerade durch Brookhaven. Ja, so ist das manchmal. Auf allen Vieren. Ja. Klicks, hallo. Vielleicht bringt das Klicks. Klicks. Kann doch sein. Bitte, Leute, egal wie witzig das Video vielleicht geschnitten ist, bitte klickt nicht drauf. Ja, bitte. Das ist ja jetzt ist das ja schon zu spät. Bitte schaltet das Video jetzt aus und lasst einen Daumen nach unten da. Damit Daniel, du hast noch 25 Sekunden. Ja, ist alles gut. Ich bin versteckt. Bist du schon versteckt? Ja. Okay. Du hast jetzt aber auch nur eine Minute Zeit, mich zu suchen, Nö, oder? Drei Minuten. Drei Minuten, na klar. So, okay. Ich glaube, du bist zum Club Brooks gegangen. Liege ich damit richtig, Danja? Das werde ich dir natürlich nicht sagen. Oh, man sieht hier aber gar nichts. Och man. Danja, wo bist du? das dauert. Ja, das dauert, Kahn. Das ist schön, dass dir das auch auffällt, dass es ein bisschen dauert. Wo hast du dich denn versteckt? Das frage ich mich auch. Das frage ich mich auch, Kahn. Guckst du auf die Uhr eigentlich? Warum soll ich denn deine Zeit nehmen beim Suchen? Ja, heute habe ich es mit der Zeit, ne? Sag mal, ist es dein Ernst jetzt? Alles gut, ich hab geguckt, alles gut. Oh, ey, ich krieg echt zu viel. Ehrlich, ich krieg echt zu viel. Also, can somebody please help me? Please. Dir? Das ist doch dein Video! Mir müsste mal jemand helfen. Mich müsste ja mal jemand retten. Hallo? Please send help. Hallo? Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Wo bist du denn in der Minute so schnell hingekommen? Also ich sag's mal so, der Radius kann jetzt nicht so groß sein, Kahn. Ja, das macht mich aber gerade so ein bisschen fertig. Das kann ich verstehen. Ich habe noch knapp eine Minute. Mach jetzt Folgendes. Oh, jetzt funktioniert das noch nicht mal. Ich krieg hier zu viel. Sag mal, wäre es für dich in Ordnung, wenn du in Zukunft mit mir zusammen Videos aufnimmst? Mit wem redest du da gerade? Ist das dein Ernst? Das finde ich voll gemein, dass du sowas sagst. Mit wem redest du da? Das ist voll mies.
Ach, mit Ganz Flo. Ehrlich, ja, ich habe okay. echt nicht gedacht, dass du so gemein bist. Das kann doch nicht wahr sein. Was? Sowas, nee, also das hätte ich dir ja nicht zugetraut. Nee, also das war's jetzt. Wo bist du denn? Okay, Zeit ist um. Wo warst du? Entschuldigung, tut mir voll leid. Ich wollte dich jetzt nicht so hart wegkicken. Dann ja. Ich war in der Polizei. Hä, wo denn da? Hinter dem Aktenschrank. Oh, ich bin so blöd. Warum habe ich nicht einfach da geschaut? Okay, alles klar. Gehst du dann einmal Richtung Mitte? Mhm. Und guckst auf die Uhr? Ich habe nur eine Minute Zeit. Guck doch selber. Ja, hier, bitte, versteck dich. Selten ist in Brookhaven so wenig passiert wie gerade. Und so langsam wie gerade. Ich weiß auch nicht. Ekan, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht. Was ist denn hier los? Was ist das? Okay, ich habe mich versteckt. So, dann werde ich dich jetzt mal suchen. Ja, mach das. Gesundheit. Warte, nee. Gesundheit habe ich jetzt zu mir gesagt. Hallo wollte ich zu Kiba sagen. Jetzt habe ich selber zu mir Gesundheit gesagt und nicht ja. Hallo zu meiner Katze. Hallo Katze. Ja, hallo. Hi. Ja, weißt du was? Die Challenge von Karl ist total bescheuert. Komm, wir gehen. Weißt du, was wir jetzt machen, Kiba? Wir gehen jetzt und gucken, ob wir was Feines für dich zu schnappern finden. Und dann gehen wir ein bisschen kuscheln. Klingt so, das gut? Wo kriecht denn gerade Danja ja. rum? Großartig. So, wir gehen jetzt, Karl. Ich habe Besseres zu tun, als durch Brookhaven zu kriechen. Jetzt ernsthaft? Hallo? Hallo? Ja, okay. Damit habe ich die Challenge gewonnen. Ja, okay. Ist auch in Ordnung. Ich habe die Challenge gewonnen, Leute. Also, das war heute Brookhaven, aber wir durften sozusagen nur kriechen. Und ja, es ist etwas, was ich nicht empfehlen kann, weil es ziemlich langweilig ist und ziemlich anstrengend. Mit Danja doppelt. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.